Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Das sogenannte Dieselgate ist ein Trauerspiel aus kriminellen Machenschaften der Automobilkonzerne, dramatisches Politikerversagen und millionenfach getäuschter Automobilkäufer. Dass überhaupt politische Forderungen gestellt werden müssen, dass die Verantwortlichen, nämlich die Automobilkonzerne, die Folgeschäden bezahlen und dafür aufkommen müssen und nicht die Käuferinnen und Käufer von Autos, zeigt schon viel, wie Verbraucherschutz bei uns auf den Hund gekommen ist. Es ist doch ganz klar, jetzt haben Millionen von Leute Dieselautos gekauft mit Euro 5 Norm und müssen jetzt feststellen, dass sie vielleicht von Fahrverboten bedroht sind oder dass zumindest ihre Autos nur noch ein Bruchteil von dem wert sind, was sie eigentlich erwartet haben. Es muss doch völlig selbstverständlich sein, dass für diesen Schaden die Verantwortlichen, die Verursacher aufkommen müssen, nämlich die Automobilkonzerne. Viel zu lange schon drücken sich die Konzerne um ihre Verantwortung für den Skandal und zwingen die getäuschten Autokäufer in langwierige Gerichtsverhandlungen. Auch das ist unverantwortlich. Die Bundesregierung hat diesem kriminellen Treiben der verantwortlichen Manager jahrelang tatenlos zugesehen. Mit ihrer Reinwaschungstaktik gegenüber den Automobilkonzernen hat sich die Bundesregierung an dem ganzen Skandal mitschuldig gemacht. Im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Abgasskandal haben CDU, CSU und SPD ernsthaft die Gesundheitsgefährdung durch den Ausstoß von Stickoxiden in Frage gestellt und behauptet, es sei generell nicht möglich, die Unzulässigkeit der sogenannten Abschaltvorrichtungen überhaupt festzustellen. Schon zuvor hatten sie im Übrigen auf europäischer Ebene einen strengeren Verbraucherschutz in dieser Frage behindert. Die Politiker dieser Parteien verhalten sich nicht wie verantwortungsbewusste Politiker, die Verbraucher schützen und die Beschäftigten, sondern eher wie Lobbyisten der großen Automobilkonzerne. Natürlich ist es jetzt das Mindeste, dass wir eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses bekommen. Ich möchte aber schon zu bedenken geben, dass wir uns dafür nicht besonders viel erwarten können. Es gibt dort eine klare Mehrheit von CDU, CSU und SPD. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Kurs der Vergangenheit sich besonders viel verändern wird. Jetzt kommen noch die kartellrechtlichen Vorwürfe gegenüber den Konzernen dazu und das setzt dem Ganzen schon die Krone auf. Anders kann man es nicht formulieren. Wenn sich tatsächlich bestätigt, dass es Absprachen zwischen den Konzernen, sogar bis hin zu den Abschaltvorrichtungen und der Abgasreinigung gab, dann ist das nichts anderes wie kriminelles Verhalten der verantwortlichen Konzernführer. Die Glaubwürdigkeit der Automobilindustrie, die ja doch stark die Industrie in Deutschland prägt, steht damit erheblich auf dem Spiel. Wir brauchen dringend ein Unternehmensstrafrecht, das es für solche Fälle erlaubt, die verantwortlichen Manager in Haftung zu nehmen. Es kann im Übrigen nicht sein, dass Beschäftigte, wie bei VW geschehen, also dort Leiharbeiter oder Werkvertragsnehmer, nach solchen Skandalen nach Hause geschickt werden und arbeitslos werden, während die Manager ungestraft davonkommen. Ich finde, die müssen den Hut nehmen, sollten sich die Vorwürfe als richtig herausstellen. Und Verkehrsminister Dobrindt, der sich ja zum Flughafen Tegel fast täglich und lautstark immer wieder zu Wort meldet, schweigt zu diesen ganzen Vorwürfen. Da ist er sehr kleinlaut geblieben. Dobrindt war die Abzockerei der Autofahrer mit der Pkw-Maut offensichtlich wichtiger wie die Prüfung praktisch der Abgasnormen. Anders kann man es nicht ausdrücken. Dass sich dies beim sogenannten Dieselgipfel der Bundesregierung ändern wird, möchte ich doch stark bezweifeln. Im Zweifel vertreten Union und SPD in schlechter Regelmäßigkeit die Interessen der Automobilkonzerne und lassen die Verbraucher und Verbraucherinnen genauso wie die Beschäftigten im Regen stehen. Ende letzter Woche musste sogar ein Verwaltungsgericht in Stuttgart dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten, der ja von grüner Politik ehrlich gesagt auch nicht mehr besonders viel wissen will, kräftig die Leviten lesen.
und ihm deutlich mitteilen, dass die Menschen, die in der Stadt wohnen und unter der Feinstaubbelastung leiden, von der Politik geschützt werden müssen. Die Wähler und Wählerinnen sollten sich im Übrigen ein solches Staatsversagen nicht länger gefallen lassen. Und wenn es nicht das Ende der Legislaturperiode wäre, müsste man eigentlich den Rücktritt von Dobrindt fordern. Heute beginnt in Istanbul der Prozess gegen Journalistinnen und Journalisten von Cumhuriyet, eine Zeitung, die übrigens über türkische Waffenlieferungen an islamische Terrorbanden berichtet hat. Allein dies zeigt, wie abstrus ausgerechnet Terrorvorwürfe gegen Can Dündar und seine Kolleginnen und Kollegen sind. Diese Gerichtsverhandlung führt einmal mehr vor Augen, welche Farce der Rechtsstaat in der Türkei ist. Die Linke ist solidarisch mit den inhaftierten Politikern von der HDP, von der CHP und auch mit den festgenommenen Journalistinnen und Journalisten, die völlig unrechtmäßig in die Gefängnisse gesteckt wurden. Im September ist im Übrigen der Prozess gegen den Co-Vorsitzenden der HDP, der auch praktisch ohne fundierte Anlage seit Monaten im Gefängnis schmoren muss. Die Bundesregierung hat im Treiben des Erdogan-Regimes viel zu lange tatenlos zugeschaut und ernsthafte Konsequenzen gescheut. 2016 und 2017 exportierte Deutschland Militärgüter in die Türkei von über 106 Millionen Euro. Angesichts der Verhältnisse dort sind das genau 106 Millionen Euro zu viel. Die Finanzhilfen im Zusammenhang mit den Beitrittsverhandlungen der Zollunion oder, wenn man sieht, der schmutzige Deal, müssen dringend beendet werden. Die militärische Zusammenarbeit funktioniert nach Aussagen von Frau von der Leyen reibungslos. Das finde ich ein Skandal und kein Kompliment. Vor diesem Hintergrund müssen den margigen Worten des Bundesaußenministers endlich und schnellstmöglich Taten folgen. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung gegen Erdogan wieder Handlungsfähigkeit erlangt. Die Zeit der Ankündigungen und Prüfungen muss vorbei sein. Die Geldflüsse und die Rüstungsexporte müssen sofort gestoppt werden. Die Bundeswehrsoldaten müssen aus Konya abgezogen werden und nicht irgendwo anders hin verlagert werden, sondern abgezogen werden. Wir stehen vielleicht kurz vor einem Einmarsch türkischer Gruppen nach Nordsyrien, um die kurdische Selbstverwaltung zu beenden. Und in dieser Situation darf die Bundesregierung nicht zur Seite stehen mit AWAC-Aufklärungen oder Ähnlichem. Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage, wie lang die Türkei noch NATO-Mitglied sein kann und was eigentlich sich die anderen NATO-Mitglieder davon vorstellen, wenn sie der Türkei Beistand geben muss. Beistand bei Menschenrechtsverletzungen, Beistand bei der Errichtung einer Diktatur und vielleicht auch Beistand bei völkerrechtswidrigen militärischen Einsatzkommandos. Ich glaube, die NATO-Mitgliedschaft der Türkei muss beendet, aber sie muss zumindest vorerst ausgesetzt werden, bis wieder demokratische Zustände hergestellt werden.